Wie können wir fast alles lernen und auf Dauer noch umsetzen? Mit dem Trick der Mini-Gewohnheiten. Wann ist das Fahrradfahren am schwersten? Nicht, wenn du schon 20 km/h drauf hast. Dann kannst du sogar locker mal nichts machen und dich ausruhen, sondern der Start. Wenn du in dem Moment, wo du auf die Pedale trittst, musst du am meisten Energie geben, so wie beim Start einer Rakete. Das ist die Idee bei den Mini-Gewohnheiten. Der Anfang, die Hürde ist einfach zu groß. Wenn ich erstmal auf dem Sofa chille, dann scheinen mir einige Aufgaben unendlich groß. Und du kennst das bestimmt, wenn du in so einem Flow bist, wenn es erstmal läuft, dann schaffst du bestimmte Dinge spielen ganz nebenbei. Das heißt, bei den Mini-Gewohnheiten versuchst du, deine Ziele so klein wie möglich zu nehmen. Lächerlich klein. Beispiel: Du möchtest Liegestütze üben, jeden Tag, dann mach nur eine einzige Liegestütze. Wenn das auch noch zu hoch groß ist, weil du vielleicht gar keine Liegestütze kannst, dann geh zum Beispiel an die Wand und mach eine Wandliegestütze. Es muss so sein, das Ziel, dass du eigentlich dich schon fast schämst und sagst, oh mein Gott, das ist so klein, ich kann unmöglich sagen, dafür hatte ich keine Zeit oder darauf hatte ich keine Lust, weil es so anstrengend war. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich bin aber Leistungssportler, ich schaffe 100 Liegestütze, das ist ja lächerlich mit der einen Liegestütze, also noch mehr als lächerlich, dann wäre für dich vielleicht die 100 schon mini, mini klein. Das heißt, dieser Mini-Step, der ist individuell anpassbar. Also du musst jetzt für dich, oder musst gar nicht, du kannst jetzt für dich während des Videos überlegen, was würdest du gerne als Gewohnheit annehmen, kann auch was anderes sein, ne? Meditieren oder mehr schlafen, kalte Dusche etc. Und wie kannst du dieses Prinzip für dich übertragen? Und da gibt es kein, es muss genau eine Liegestütze sein. Es kommt wieder darauf an, wie groß die Hürde ist. Faustregel: Je mehr Probleme du mit der Hürde hast, desto kleiner musst du sie dir machen. Und wenn du dann merkst, dass es lächerlich leicht läuft, dann kannst du dir immer noch größer machen, zu einem späteren Zeitpunkt. Kommen wir gleich zu. Wir brauchen aber erst noch ein paar Beispiele, damit wir es besser verstehen können. Sagen wir, du möchtest mit der kalten Dusche beginnen. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Dann beginn nur mit einer Sekunde am Ende kalt einmal dein Bein abduschen. Meditation, 10 Sekunden. Es ist zu lang, 3 Sekunden. Du gehst auf den Balkon und atmest einmal durch. Mehr nicht. Und das machst du kontinuierlich, 8 Wochen. Bis du eine Gewohnheit draus gemacht hast. Meistens passiert bei diesen Mini-Steps Folgendes: Du machst heimlich mehr. Und das ist okay. Wenn du also Liegestütze machst und machst eine, dann wirst du früher oder später 3, 4, 5 machen und denkst, ach komm, jetzt bin ich gerade dran. Wenn du sowieso dich hinsetzt, um ein paar Sekunden zu meditieren, wirst du vielleicht 2, 3 Minuten bald meditieren. Und das ist okay. Das ist ein Teil des Tricks der Mini-Gewohnheiten. Andere Beispiele: Langsam kauen. Nur einmal langsam kauen. Einen Schluck Wasser trinken. Oder ich habe mir Mini-Gewohnheiten daraus gemacht, wie ich jetzt zum Beispiel so ein Video mache. Ich finde das sehr anstrengend. Allein schon die Technik aufbauen, dann weiß man gleich, wird man gefilmt oder es kommt vielleicht online. Andere Leute können es sehen. Das macht Stress. Genauso wie im Blog schreiben. Das ist jetzt nicht gerade meine Komfortzone gewesen. Also habe ich mir die Steps klein gemacht und jeden Tag ein bisschen. Ich habe nicht jeden Tag ein fertiges Video gemacht, aber ich habe jeden Tag mir gesagt, ich filme ein bisschen oder schreibe ein bisschen. Und irgendwann war es dann so normal, dass diese Blockade nicht mehr da war. Darum geht es bei den Mini-Gewohnheiten. Wenn du eine Blockade spürst und deswegen diese Tätigkeit nicht machen kannst, reduziere die Hürde, damit es keine Blockade mehr ist. Bis es irgendwann normal wird, bis es irgendwann zur Gewohnheit wird, wie Zähneputzen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Beispiele. Du kannst ja auch genauso gut sagen, du willst eine neue Sprache lernen, Portugiesisch. Jeden Tag eine Vokabel. Und dann irgendwann machst du mehr Vokabel. Die Sache hat Vorteile, die Chance für Erfolg ist maximiert. Du kannst eigentlich gar nicht versagen, weil wenn die klein genug ist, dein Ziel, dann kannst du ja nachher nicht sagen, ich hatte keine Zeit oder keine Lust. Dann musst du nur noch kleiner machen. Du hast also sicher Erfolg, wenn du die Grundprinzipien beachtest. Und es gibt ein Risiko dabei. Und in diese Falle tappen wir alle früher oder später. Wir machen uns heimlich die Ziele zu hoch. Das heißt, Beispiel: Du hast dir aufgeschrieben, Mini-Gewohnheit, eine Liegestütze. Und jetzt bist du schon bei 10 Liegestützen. Dann wirst du vielleicht dir sagen, morgen mache ich 11. Dann machst du 11 und übermorgen, dann mache ich 12. Das heißt, du hast dir gar nicht mehr als Mini-Gewohnheit 1, sondern du hast dich schon daran gewöhnt, immer eine mehr zu machen. Und dann erhöht sich wieder der Widerstand. Irgendwann wirst du also mal keine Zeit haben oder müde auf dem Sofa sitzen und dir sagen, mach ich morgen oder nächste Woche. Und danach erhöht sich das Risiko, dass du wieder ganz aufhörst. Wichtig also ist, wenn du steigerst, setz das nicht heimlich als Ziel in deine Agenda,
sondern sagte, ich muss nur eine machen in den nächsten 8 Wochen. Ich darf mehr machen, aber ich muss nicht. Und nur als Beispiel, ich habe an einem Sonntagmorgen, da hatte ich überhaupt keinen Bock, irgendwie mich zu bewegen, meinen Theraband genommen, eine einzige Aufrichtungsübung gemacht, das Theraband wieder in die Ecke gepfeffert. Meine Freundin meinte dann, jetzt weiß ich, was du mit Mini-Gewohnheiten meinst. Das heißt, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich trotzdem die eine Wiederholung und lobe mich dafür. Ich war ja wenigstens drin oder dran, aber das hat nicht wahnsinnig viel gebracht. Also wenn wir so gucken, scheinen Mini-Gewohnheiten nichts zu bringen. Wenn wir das anderen Leuten erklären, lachen die uns aus und sagen, das lohnt sich doch nicht. Aber es lohnt sich, wenn wir auf das große Bild betrachten, wenn wir auf lange Sicht schauen. Ja, du sagst ja auch nicht, wenn du jetzt einen Samen nimmst und irgendwo einpflanzt, wenn du, sagen wir, eine Eichel einpflanzt, dann gehst du auch nicht davon aus, dass du nach 2 Wochen schon eine ganze Eiche hast. Es dauert ein bisschen, bis so ein Stamm gewachsen ist und die lässt sich da auch nicht so leicht ausrupfen. Gut, also Risiko beachten, nicht heimlich zu anspruchsvoll werden, eher langfristig denken. Und dann rockt's. Wenn du jetzt in 4 Wochen eine wichtige Prüfung hast, was weiß ich, musst du in der Sportuni irgendwie einen Test bestehen oder bei einer Polizeischule, dann kannst du mit dem Prinzip nichts anfangen. Du hast 4 Wochen Zeit, da musst du Willenskraft durchballern, Motivation und alles, was dazugehört. Wir gehen jetzt davon aus, du gehörst zu den Leuten, die wenig Zeit haben, viel Stress, ein anspruchsvolles Leben und wollen aber trotzdem in den nächsten Jahren ihre Lebensqualität, du möchtest trotzdem diese erhöhen, du willst gesünder werden, glücklicher werden, vielleicht 2 Kilo abnehmen etc. Diese klassischen Ziele, mehr Zeit mit der Familie. Um das zu schaffen, brauchst du kleine Tricks und dann fängst du mit kleinen Steps an und denkst eher wie ein Marathonläufer und nicht wie ein Sprinter. Gut, ich würde mich freuen über Kommentare unten drunter. Vielleicht hast du ja schon Erfahrungen gemacht mit Gewohnheiten oder mit Mini-Gewohnheiten oder hast Fragen. Schreib einfach munter drunter. Ich freue mich und ein paar andere auch. Bis bald.